So, hallo und herzlich willkommen auf dem Sand. Also, wie man unschwer hinter mir erkennen kann, hocke ich hier im großen Sandkasten. Hui! Und das ist in diesem Fall jetzt nicht irgendein Sand, sondern das ist tatsächlich eine Düne. Und was man hier lustigerweise gemacht hat, ist hier dieses Giebel, diese Giebeldoppelpferdstruktur in die Düne gesetzt. Soll symbolisieren, dass hier unter dieser Düne mal ein Haus gestanden hat. Stimmt zwar nicht, aber könnte sein, denn tatsächlich haben wir es hier mit einer Wanderdüne zu tun, auf der ich hier hocke. Und wo ich hier ebenfalls hocke, ist die Siedlung Erhorn, irgendwie sowas. Ich schreibe es euch unten nochmal korrekt hin. Sorry, dass ich so dunkel bin. Das lässt sich jetzt auch gerade lichttechnisch, wie gesagt, mal wieder nicht anders machen. Wanderdüne mitten in Niedersachsen sozusagen. Binnenwanderdünen sind was ganz Besonderes und die sind jetzt insofern wichtig, dass ich ja schon gesagt hatte im ersten Teil dieser Reihe, wer jetzt nicht mitbekommen hat, dass es sich um eine Reihe handelt, dass die Degradation von Böden irgendwann dazu führt, dass man sowas wie eine Süste bekommt und nur noch unfruchtbare Sandböden da hat. Das ist normalerweise eben ein wahnsinnig langsamer Prozess, bis die Böden so weit wirklich wegerodiert und runterdegradiert sind, dass das passieren kann. Aber man kann diesen Prozess ja eben auch noch beschleunigen, wenn man sich da entsprechende Mühe gibt. Und dann geht das. So, und genau das ist hier passiert. Ja, also unsere besagte Siedlung, die ist schon bereits 1050 rum gegründet worden, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also jedenfalls im Hochmittelalter. Und hatte hier eben die Schwierigkeit, dass wir uns hier natürlich eh auch schon aus schwierigen Bodenbedingungen befinden. Pozzol hatten wir ja schon gesagt. Trotzdem musste man hier siedeln. Warum? Neuer Platz wurde knapp. Es ist in vielen Fällen so, dass wir um das Jahr 1000 so grob in Deutschland den Punkt erreicht hatten, wo die Ausdehnung unserer Siedlungen und unserer Landwirtschaft vor allen Dingen auch irgendwann dazu geführt haben, dass alle guten Plätze schon belegt waren. Heißt, die fruchtbaren Böden, auf denen schon unsere ganz Alt-Alt-Alt-Vorderen gesiedelt haben, wie irgendwelche Lössböden, wo die Kelten schon da waren, wo später die Römer möglicherweise die Kelten vertrieben haben, alternativ die Germanen schon da waren und so weiter und so weiter. Die waren aufgrund der geringfügig entwickelten Technologie ihrer Zeit eben darauf angewiesen, nur super fruchtbare Böden überhaupt bewirtschaften zu können, weil ihre jeweilige Flugtechnologie zum Beispiel, also Flug, ne, zum Flügen, Acker und so weiter, hat es einfach nicht hergegeben, besonders ja, schwer zu pflügende oder besonders Böden zu bearbeiten, in denen die man besonders tief hätte pflügen müssen. Theoretisch kann man in so einem Pozzolboden auch heute mit technischen Möglichkeiten die nährstoffführenden Schichten, die ja sehr tief liegen, wer sich noch erinnern mag ans erste Video, die kann man theoretisch nach oben pflügen und damit eben eine bessere Nährstoffverteilung im Boden wiederherstellen. Bleibt trotzdem das Problem, dass dann insgesamt immer noch recht wenig Nährstoffe vorhanden sind. Aber es hätte auf jeden Fall für eine einfache Landwirtschaft für ein paar weitere Jahrzehnte, mehr wahrscheinlich auch nicht, gereicht, hätte man so einen Flug gehabt. So, und das hatten die Altvorderen eben erst recht nicht. Und auch im Mittelalter gab es so einen Flug nicht wirklich. Trotzdem musste man eben auf Böden ausweichen, die nicht mehr so gut zu bearbeiten waren, einfach weil die Landschaft zu eng geworden ist, weil es inzwischen zu viele Städte, zu viele Menschen und so weiter und so fort gegeben hat. So. Eine Folge dieser Ausbreitung in der Landschaft war, dass die Mittelgebirge besiedelt wurden, also auch wirklich hoch in die Mittelgebirge. Das sind die ersten Siedlungen, die es in solchen Landschaften gibt, auch sowas um die 1000 Jahre alt, also alle so ums Jahr 1000 nach Christus gegründet worden, plus minus 100 Jahre, ne? So irgendwie um den Dreh. Und eben auch hier im Norden hat es diese Entwicklung gegeben, nur gibt es hier halt eben keine Gebirge, sondern ja, sandige Landschaften, die deswegen unfruchtbar sind, weil sie sandig sind, nicht weil sie besonders hoch liegen, beziehungsweise oder wenig fruchtbar, nennen wir es mal so.
Ja? Und die ersten paar hundert Jahre, die man dann hier gesiedelt hat, hat man hier mit der normalen mittelalterlichen Dreifelderwirtschaft vielleicht noch ganz gute Erträge erzielt, bis durch eben die Bewirtschaftung, den intensiven Anbau von Nutzpflanzen, diese nährstoffarmen Böden hier dann vollständig degradiert waren und man da keinerlei nennenswerte Mengen von Nutzpflanze mehr hat erzeugen können. Die Folge werden Hungersnöte gewesen sein, das dürfte dann schon so im Jahr 1200 oder was eingesetzt haben, kann man sich jedenfalls gut vorstellen. Und ich möchte das auch ein bisschen verallgemeinern und jetzt nicht nur auf exakt hier unser Dorf Erhorn oder wie das auch immer heißen mag, Entschuldigung, das ist wirklich nicht böse gemeint, mein Gedächtnis ist in sowas nur einfach so schlecht, eingehen, sondern auch generell kann man ungefähr sagen, 150 Jahre mag das noch gut gegangen sein. So, danach hat also die klassische Dreifelderwirtschaft, wie man sie aus dem Mittelalter kennt, das bedeutet ein Feld Wintergetreide, ein Feld Sommergetreide, ein Feld Brache, grob. Ja? Und dadurch, dass eben zwischendrin eine Brache ist, konnte dann auf dieser Brache sich alles Mögliche entwickeln und man hat dann auch die Viecher zum Fressen von alles Mögliche draufgeschickt. Mit dem Erfolg, dass die dann auch drauf geschissen haben, vorsichtig ausgedrückt. Und das war dann wiederum der Dünger, der dann für zwei weitere Jahre, nachdem die Brache dann eben auch Sommer- oder Wintergetreide getragen hat, ausgereicht hat, bis man wieder im dritten Jahr eine Brache draus gemacht hat und dann wieder die Viecher drauf und dann die Viecher wieder was fallen lassen und immer so weiter. Ja? Das ist nachhaltig möchte ich die Dreifelderwirtschaft nicht nennen, aber sie hat einigermaßen funktioniert und konnte so eine gewisse Ertragsstruktur und auch langfristig einen gewissen Ertrag sicherstellen auf halbwegs guten Böden. So. Hier nicht. Na, hier hat es einfach nicht ausgereicht, das dritte Jahr Brache zu machen, um die Nährstoffe wieder herzustellen. Und darum hat man sich was einfallen lassen. Und das, was man sich hat einfallen lassen, ist jetzt auch so ziemlich das Gegenteil von Nachwehrhaltigkeit, weil man hat gedüngt. So, jetzt gab es kein Haber-Bosch-Verfahren, mit dem man den Stickstoff aus der Luft hätte fixieren können, um damit quasi unendlich günstigen Dünger zur Verfügung zu haben. Das, was wir heute als Kunstdünger bezeichnen, sondern man musste sich irgendwie alternativ was einfallen lassen. So, und das war vor allen Dingen das, dass man woanders hingegangen ist, als neben dem eigenen Dorf, sondern irgendwo, wo keiner wohnte. Solche Flächen gab es ja immer noch, wo die Böden noch mieser waren, dass da wirklich keiner hinziehen wollte und keiner Landwirtschaft betreiben wollte. Da ist man hingegangen. Das ist unter anderem die Landschaft, die wir jetzt heute als zentrale Lüneburger Heide kennen. Und hat da einfach die oberen, noch fruchtbaren, halbwegs fruchtbaren Bodenschichten abgestochen. Wie man zum Beispiel Torf sticht oder wie Grassoden für eine Grassodenhütte. Wer das nicht kennt, das bedeutet, man baut sich quasi einen groben Rahmen als Dach und auf diesen Rahmen drauf legt man dann einfach mit einem Spaten ausgestochene Rechtecke von Boden. Ja, und die legt man sich auf seine Hütte als Isolierung, als Schutz vorm Regen, hält relativ lange dicht. Bis vor kurzem noch gemacht, zum Beispiel auf Grönland, um überhaupt irgendein Baumaterial zu haben, weil Bäume gibt es da keine. Ja, und mit Steinen bauen nur begrenzt möglich und isolieren tun die halt auch nicht gut. Drum Grassoden da ein beliebtes Baumaterial und hier in diesem Fall war das tatsächlich ein Düngematerial. Damit man nicht nur einfach den vorhandenen einen natürlichen Dünger hat nutzen müssen, den man durch diese Plaggen bekommen hat, heißen die eben diese ausgestochenen Bodenstücke zur Düngernutzung, hat man eben zusätzlich die vorher, bevor man sie auf den Acker eingebracht hat, noch in den Stall gelegt, als Einstreu bzw. als Unterlage für den Stall und die ganzen Schafe vor allen Dingen, die man da gehalten hat, werden auch einige Kühe dabei gewesen sein, haben da dann eben entsprechend alles, was sie über den Winter fallen gelassen haben, dann auch da drauf fallen gelassen, womit das Ganze dann nochmal nährstofftechnisch massiv angereichert wurde, um im nächsten Frühjahr, wenn man dann die Tiere wieder rausgetrieben hat, in die gleiche Landschaft, in der man vorher auch die Plaggen gemacht hat, was auch immer die dann da noch zu fressen gefunden haben, irgendwas werden sie noch gefunden haben, Hunger treibt's rein. Jedenfalls, diese Plaggen hat man dann auf den eigenen Acker ausgebracht
Und der war dann durch eben diese nährstoffreiche Oberfläche erstmal wieder fruchtbar. Das wurde dann auch ein bisschen in die Tiefe eingeschwemmt, wie wir das auch bei unserem Pozzo besprochen haben. Und dann war er auch in die Tiefe erstmal wieder fruchtbar. Hat also ganz gut funktioniert. Das Blöde ist nur, da man auch da wieder jetzt mehr genutzt hat, als gleichzeitig an Nährstoffen eben auf natürlichem Wege sich hätte regenerieren können, hat so eine Plagge nicht ewig gehalten. Man brauchte dann also relativ bald neue Plaggen zum obendrauf packen und dann wieder Plaggen zum obendrauf packen und so weiter. Und dadurch hat man in der Nähe von den Dörfern, wo eben die Landwirtschaft stattgefunden hat und wo eben diese Plaggenlandwirtschaft stattgefunden hat, nach und nach jedes bisschen fruchtbaren Oberboden entfernt. So. Und jetzt haben wir bei unserem Pozzol gesehen, was ist denn unter dem fruchtbaren Oberboden? Ich kann es euch mal zeigen. Hier ist es. Das hier ist unter dem fruchtbaren Oberboden. Und das kommt dann logischerweise zum Vorschein. Und die Erosion, sprich durch den Regen, durch den Wind, hat ihr Übriges getan, um dann eben diesen sehr, sehr feinen, wunderschön an sich anfühlenden, eigentlich sehr gemütlichen, aber auch vollständig nährstofffreien Sand entsprechend freizulegen. Und wenn der erstmal frei liegt, das ist ein sehr, sehr feiner Sand, dann hat er nämlich ein Problem, weil sehr feiner Sand heißt sehr kleine Sandkörnchen, die haben die lustige Eigenschaft, leicht zu sein. Und wenn jetzt ein Wind dazu kommt und leichte Sandkörner, dann treibt der Wind diese leichten Sandkörner vor sich her. Und wenn das sehr viele sind, was haben wir dann? Wanderdünen. Und so kam es dann tatsächlich dazu, dass diese Häuschen in der Heide, hier in dieser Region, tatsächlich Probleme hatten, von Wanderdünen überwandert zu werden letztendlich. Und man sich nicht mehr zu helfen wusste, wie zum Geier soll man denn jetzt seine Häuser davor schützen, dass die Düne kommt und sie quasi unter sich begräbt. Sehr langsam, aber kontinuierlich. Und erst zu diesem Zeitpunkt, bis zu vor 150 Jahren, ist man dann tatsächlich auf die Idee gekommen, die ersten Ideen waren, na gut, dann baue ich halt ein neues Haus woanders. Ja, dann rode ich noch mehr Wald, vernichte noch mehr guten Boden, um dann woanders entsprechend noch ein Häuschen bauen zu können, bis die Düne da auch angekommen ist. Also nachhaltige Lösungen kannte man damals noch nicht so wirklich. Und Jahren hatte sich das Problem dann dadurch langsam erledigt, dass eben Kunstdünger erfunden wurde. Man hier in diesen nährstoffarmen Landschaften Art nicht mehr leben musste, weil woanders mehr Ertrag erzeugt werden konnte, damit die Größe einer Stadt, die sich aus vergleichsweise wenig Umlandfläche ernähren lässt, ansteigen konnte. Und außerdem durch den Kunstdünger dann auch in solchen nährstoffarmen Landschaften wie hier eine Landwirtschaft wieder relativ einfach möglich gewesen ist, ohne eben noch zusätzliche Fläche pluggen zu müssen. Und man konnte dann auch, und das hat man auch getan, das ist der Grund, weshalb es überhaupt noch Wälder gibt, rechtzeitig wieder Bäume anpflanzen, vorzugsweise Kiefern, weil das Einzige war, was unter diesen Bedingungen überhaupt wachsen konnte, zumindest nach damaligem Kenntnisstand und bei der vorhandenen Auswahl an Bäumen, die man damals halt eben hatte. Und hat dann mit der Anpflanzung von Kiefern letztendlich wieder verhindern können, weil die als Baum auch in der Lage sind, die unten im Pozzo liegenden Nährstoffe zu nutzen. Und die wachsen dann, ja. Landwirtschaft geht nicht. Zu kurze Wurzeln. Baum geht schon, Wurzeln lang genug. Ja, und damit haben dann die Bäume letztendlich und der Wald das weitere Wachstum der Dünen verhindert und sind dann irgendwann auch auf den Dünen quasi draufgewachsen, weil ja durch das Vorhandensein von Bäumen und das Runterwerfen von Nadeln dann sich auch auf den Dünen langsam wieder ein bisschen ein Nährstoffpolster gebildet hat. Dieses Nährstoffpolster ist bis heute nur sehr, sehr, sehr dürftig und sehr, sehr wenig, aber unsere extrem anspruchslose Baumart Kiefer kommt damit tatsächlich zurecht. Weshalb hier jetzt eben auch wieder Kiefernwälder stehen können. An manchen Fällen steht nur Eiche dazwischen, in manchen Fällen steht sogar auch mal wieder eine Buche dazwischen. Birken kommen mit der Situation ganz gut zurecht. Und eben je länger hier jetzt wieder Wald steht, desto mehr Nährstoffe werden auch aus der Tiefe, aus dem Bereich, den nur die Bäume erreichen können, im Boden, wo die Nährstoffe sitzen, wieder nach oben befördert und werden dann oben wieder draufgeschmissen und sind dann auch für kleinere Pflanzen, die keine sehr tiefe
tiefe Wurzel haben, wie eben anspruchslose kleinere Pflanzen, wie zum Beispiel Heidelbeeren oder ähnliches, wieder verfügbar. Und so wird die Landschaft nach und nach jetzt erstmal wieder fruchtbarer, bis dann irgendwann durch eben die weitere Verschlechterung, natürliche Verschlechterung dann in diesem Fall, der Böden durch die Kiefernadeln und der weiteren Intensivierung der Pozzoligkeit der Böden hier dann doch in, weiß ich nicht, paar tausend Jahren wieder die Wanderdüne zurückkommt, weil wir letztendlich mit unserem Tun nur den Prozess beschleunigt hatten. Er lässt sich nicht gänzlich aufhalten, er lässt sich dann teilweise kurzfristig wieder rückgängig machen, wie eben durch die Maßnahme mit den Bäumen wieder anpflanzen, aber letztendlich auch eben nicht. So. Andere Möglichkeiten, wie man in der Heide dann hat Geld verdienen können und wirtschaften können, schauen wir uns dann im nächsten Teil, soweit ich das jetzt in Planung habe, im Voraus an und beschäftigen uns noch mal ein bisschen intensiver mit eben den sehr schwierigen Lebensbedingungen, die man früher in der Heide hatte, unter eben der Übernutzung der Landschaft und dem Ausweichen müssen auf unfruchtbare Böden. Bedanke mich bis hierhin, habe euch hoffentlich noch ein paar Bilder von so einem Plaggenboden eingeblendet. So ein Plaggenboden ist dahingehend was Besonderes, weil der in der Klassifikation von Böden, die es weltweit so gibt, ein Anthroposol darstellt, also einen menschgemachten Boden. Davon gibt es ein paar verschiedene Varianten, zum Beispiel auch den Technosol. Technosol ist Müllhaldenboden, also ein Boden, wenn man den in 1000 Jahren sozusagen nochmal freilegt und dann Bodenprofil anlegt, dann findest du da drin Überreste von Cola-Dose, von Kinderspielzeug, von was weiß ich. Und da werden sich dann die Archäologen in 2000 Jahren sicherlich sehr wundern, wo diese komischen Böden hergekommen sind. Ja, und ein anderes Beispiel für eben einen wäre halt eben so ein Plaggenboden, wo wir Menschen eben die nährstoffreichen Schichten immer auf den Pozzol draufgeschmissen haben, bis das ein sehr interessantes Bild im Bodenprofil dann gegeben hat. Und ja, das blende ich euch hier jetzt nochmal ein, beziehungsweise habe ich schon vorher getan, einfach damit man das mal gesehen hat. Ist eine Besonderheit, die so eigentlich fast nur in Deutschland zu finden ist. Es ist auch nicht weltweit, wird der Boden gar nicht thematisiert, weil er so unglaublich selten ist, dass er nur auf minzigen Bruchteil der Erdoberfläche überhaupt eine Rolle spielt. Aber für uns hier in Deutschland sollte er schon eine Rolle spielen. Wir sollten wissen, dass es das gibt und vielleicht mal ein bisschen drüber nachdenken, was wir denn alles anzurichten in der Lage sind. Ja, vielleicht, nur so als Idee. So, bis zum nächsten Mal. So, und für die ganz hartgesottenen, wo ich davon ausgehe, dass mir eigentlich jetzt keiner mehr zuhört, aber trotzdem hier nochmal den Plaggenesch in aller, also Plaggenesch oder eben Plaggenboden, wie auch immer man den jetzt nennen möchte, in aller Ausführlichkeit, weil das Bild hier, das dankenswerterweise auf Wikipedia zu finden war, ist gemeinfrei, darf ich also nutzen, hat sogar eine Horizontierungsangabe. Also wir haben hier oben L, das ist der Auflagehorizont, sprich der Rohhumus, der auf unserem Boden drauf liegt, leider hier bei Grabungen ein bisschen kaputt gegangen, deshalb die sieht man den nicht mehr so schön, aber er dürfte ungefähr eine Mächtigkeit von 10, 15 Zentimetern hier sicherlich haben an dieser Stelle. Dann kommt der AH-Horizont. Das ist der humose Oberboden. Das, was bei unserem Pozzol, wer sich noch an das Pozzol-Video erinnert, vollständig gefehlt hat, weil das alles schon nach unten entsprechend ausgewaschen worden ist. E ist der Eluvialhorizont, in dem diese Auswaschung eben stattfindet. Ja, also deshalb ist der auch etwas bleicher als der AH, wenn man sich den direkten Farbunterschied anguckt. Die Auswaschung ist hier schon recht weit fortgeschritten. Man müsste also oben mal wieder eine neue Plagge draufschmeißen, damit eben neue Nährstoffe in den AH reinkommen, weil die sonst eben immer weiter nach unten wandern. Und dann kommen wir zum FAE. Da kann man jetzt grob sagen, dass da eben einfach die bei E ausgewaschenen Nährstoffe, Huminstoffe,
wieder angereichert werden, weshalb der FAE ungefähr genauso aussieht farblich wie der AH, so in etwa, noch ein bisschen intensiver. So, und alles, was da drunter ist, ist jetzt quasi der Rest von unserem ursprünglichen Pozzol, den wir auf diesem Boden sowieso mal hatten. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, dass wahrscheinlich alles, was oberhalb von der deutlichen schwarzen Linie der Humusanreicherung nach dem, die unterhalb von einem E-Horizont von einem Pozzol kommt, sich befindet, da muss man wohl von ausgehen, dass das der Originalboden ist. Ja? Und das heißt, wir haben hier ungefähr einen halben Meter Zusatzboden, den man im Laufe der Jahrhunderte hier durch eben diese Plaggen immer mal wieder aufgebracht hat, und letztendlich hat man hier Boden angehäuft zusätzlich durch diesen immer mal wieder Plagge drauflegen. Ja, und das ist es im Prinzip, weil was dann in Pozzol ausmacht, das wissen wir schon aus dem Pozzol-Video. Was man hier allerdings noch als Besonderheit sehen kann, ist eben das, was hier als Humuseinwaschung an ehemaliger Wurzel so schön beschrieben ist. Das heißt, da stand mal eine Wurzel nach sehr weit runter und entlang der Wurzel hat dann das Wasser eben entsprechend und der Säureeintrag eben den Humus noch weiter nach unten in den Boden transportiert, weil da eben der Wurzelkanal gewesen ist. Und auch der Humus, der sich dann beim Abbau, beim Zersetzen der Wurzel, als der Baum gestorben ist, weil wir sehen, hier ist ja keine Wurzel mehr da, der sich da gebildet hat, der ist dann auch an Ort und Stelle erstmal verblieben. Sowas hebt durchaus sehr lange und gibt dann interessante Bodenbilder und interessante Bodenprofile. So. Also, so viel zum Exkurs für die ganz hartgesottenen. Wirklich was ganz Spannendes und ganz Seltenes findet man so, ja, eigentlich meines Wissens wirklich nur im Bereich der Heideböden in Deutschland. Ja, vielleicht noch irgendwo anders weltweit, weiß ich nicht. Aber ja, so, jetzt aber wirklich tschüss. Tschüss.